Guten Tag, ihr Lieben. Wir befinden uns hier im idyllischen Norddeutschland, in dessen verschleimten Grotten der motorisierten Jugend Unglaubliches geschah. Ein biertrinkender Sanitärlehrling namens Werner verschwendete seine kostbare Freizeit damit, etwas Fürchterliches zu bauen. Ein Zweirad. Ein lautes, nach Benzin und Öl stinkendes, verboten andersartiges Motorrad. Ein Konglomerat aus Eisen, Aluminium und Schmierstoffen. Eine Ausgeburt der Gefahr. Warum musste das, was schon in Filmen so furchtbar aussah und klang, auch noch in echt gebaut werden? Dieser kleine Film will Licht ins Dunkel der verbotenen Schrauberei bringen. Ja, Leute, was euch sicherlich nicht entgangen ist, ist, dass die Wernersens ihre Comicprojekte auch immer in die Tat umgesetzt haben. Wie man hier an diesem Beispiel sieht, die alte Horex, das Flacheisen aus dem Film Beinhardt, wo ich in den Tunnel mitgekachelt bin, das Vorderrad ist wieder neu. Das nächste Highlight war ja auch der Porsche Killer 88, das Rennen, also dürfte keinem entgangen sein. Und nun ein weiteres Highlight, und dazu kommen wir jetzt, die Satelliterschüssel. Hier steht der fehlgeleitete Gehirnschmalz einer verwahrlosten Generation, der die elterliche Strenge versagt blieb. Das Ergebnis von zu früher Bekanntschaft mit nackten Frauen und rasierten Hamstern. Das Wichtigste für Werner ist ja eigentlich, dass er ein vernünftiges Motorrad unter dem Arsch hat. Ich habe hier Plan mitgebracht. Die Satelliterschüssel. Ein Motorrad, Werner auf den Leib geschneidert. Andi ist ja so ein Plietschendott und er hat schon mal ein Eisenmodell davon gebaut. Und das versucht er jetzt in die Realität umzusetzen. Der Ursprung der Idee, die Satelliterschüssel zu bauen, das ist aus diesem Buch entstanden. Na also, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, so 5, 6 Jahre. Und in diesem Buch geht es darum, dass Werner richtig was Gewaltiges mal haben wollte. Also er wollte nicht irgendwie was Herkömmliches haben, was der Markt so bietet. Er wollte sich richtig in die Pionierzeit zurückversetzen, wie diese Leute an diesen Motoren geschraubt haben. Ein alter BSA-Motor, der Ursprung auch aus den 30er Jahren. Das ist hier ein Motor aus den 50er Jahren, aber dieses Prinzip ist schon uralt. Und da wollten wir hin zurück, also wo richtig alles mit der Hand gemacht wurde. Und wir haben ja das Problem nun gehabt, die Satelliterschüssel, die sollte mehr als 1000 Kubik haben. Das ist ja im Buch auch so gewesen. Und die Wurzel ist eigentlich da gekommen, dass mein Bruder Andi einen Zylinder gefunden hat vom Deutz Trecker. Das ist ein Zweizylinder Trecker, so ein luftgekühlter Zylinder, der bot sich an. Und es hat sich aber daraus ergeben, aus dem Hub, die Kurbelwelle, die wir hatten, dass daraus 1400 Kubik wurden. Da haben wir alle Angst gekriegt. 1000 Kubik, haben sie alle gesagt, das kann doch nicht halten, das fliegt auseinander, ihr seid doch bescheuert. Und wir haben gesagt, das muss gehen und so. Und da habe ich hier so ein paar Zeichnungen gemacht und hier auch mal ein bisschen Gedanken über den Rahmen und so. Und das haben wir einfach angefangen, dann das zu bauen. Ja, und dann haben wir gemerkt, dass der Motor riesengroß wird und daher auch diese Zeichnung, der Motor so groß wurde, dass das gar nicht dass da überhaupt kein Platz war für den Tank. Da mussten wir den Tank auf die Gabel setzen. Tatsächlich haben fleißige Pfötchen aus etlichen Kilo Stahl und Aluminium ein Wunderwerk gezaubert. Der aus einem vollen Klotz gedrehte und gefräste Zylinderkopf erhielt aus handgedengelten Eisenteilen eine Ventilsteuerung allererster Kajüte. Alles grobe Teile von Hand geformt. Form follows function, sagt der Oberförster. Bei der Niederschüssel haben wir jetzt ins Volle gegriffen und Technik verwendet, wie sie heute üblich ist. Modernste Technik. Eine Steuerkette, zwei obenliegende Nockenwellen und vier Ventiltechnik. Technik, wie wir sie auch von anderen Motorrädern kennen. Nur gröber im Design und auf erheblich niedrigere Drehzahlen ausgelegt. Das Geraffel soll ja man auch halten. Angetrieben wird die Ventilsteuerung von einer Kette, die von der Kurbelwelle direkt hoch in den Zylinderkopf führt, wo die beiden Nockenwellen das Laufen lernen. Das ist nicht so, wie ihr denkt. Wir sind keine schlechten Menschen. Aber manchmal schon. Meinst du? Keine schlechten? Meine Herren, Sie haben hier eine Holzgabel verbaut. Und deren Lenkkopf ist lausbübisch am Motor verschraubt. Das hier ist meine Werkstatt. Zusammen mit Kumpel Düse fummel ich hier an der Satelliterschüssel rum. Und heute wollen wir zum ersten Mal die Gabel an den Motor bauen. Weder Material noch Befestigungsart stießen auf das Verständnis der Fachwelt.
Mittelalterlich anmutende geschmiedete Eisenbeschläge stabilisieren das Eschenholz. Ein Parallelogramm mit 3 cm Federweg erlaubt das gefahrlose Überfahren von Polizeikellen und Strafzetteln. Das funktioniert nie und hält noch weniger. So die einhellige Meinung der studierten Fachidioten, die sich seinerzeit erblödeten, die Konstruktion als Unfug zu verdammen. Das Besondere an unserer Satelliterschüssel, das ist hier vielleicht diese Holzgabel. Eschenholz haben wir aus dem Wald gezogen. Das ist ein Riesenschwachsinn, haben die Leute gesagt. Was baut ihr aus Holz? Ihr seid doch bekloppt. Ihr habt doch ein Ei am Wandern. Das wird doch nie was. Und dann haben wir es aber in die Tat umgesetzt. Und das ist irgendwie eine tolle Idee gewesen. Spätestens seit der Konstruktion dieser Gabel hat sich Brösel dem Zuständigkeitsbereich der Straßenverkehrszulassungsbehörden entzogen. In unserer kleingeistigen Welt hat so ein Fahrzeug keine Chance, im Straßenverkehr mitzuspielen. Also geraten wir in den Bereich der Kunst. Und hier ist ja nun alles erlaubt. Und schön ist, was gefällt. Damit der Fahrer nicht den Straßendreck in die Fresse kriegt, dient erfolgreich als Schutzblech ein einfaches Holzbrett, das an seiner Spitze stolz das Werner-Emblem trägt. Schauen wir mal unseren beiden Jungingenieuren über die Schulter. Mensch Düsel, guck mal hier, der Vergaser, was meinst du? Hier muss er doch hin, wa? Haben wir einiges noch an Rohren zu biegen. Ja, das kriegen wir schon hin, du. Aber hier? Ja, die Fahrerposition ist etwas... Ich weiß, der Motor hat eine hohe Ansauggeschwindigkeit. Da muss man aufpassen. Ja, insbesondere Lewinsky-Vergaser, USA. Oh, oh, der saugt richtig was weg, oder? Ja, das kann ich dir sagen. So, Benne, geht die gut? Ja, geht so. Nur der Lärm ist mir eigentlich noch ein bisschen zu leise. Ein großes Problem ist ja auch die Materialfrage. Da fragt man sich, wo kriegt man für so ein Design, wie die Liederschüssel, wie die aussieht, wo kriegt man da Räder her? Die ganzen Gussräder, die wir heutzutage verwenden im Motorenbau, Speichenräder sind zu schlapp. Und da fackeln wir nicht lange, wenn wir irgendwas brauchen, dann bauen wir uns das selber, da wird nichts gekauft. Das kann man nämlich alles entweder auf der Drehbank oder man kann es schmieden oder sonst irgendwie fräsen oder bohren, man kann alles machen. Wenn man so ein Rad braucht hier zum Beispiel, dann geht man auf den Treckerschrottplatz und holt sich eine Felge und fertig ist die Scheiße. Und dann war Andi vor dem Problem und hat da die Zeichnung und gesehen, die Räder sind ja viel zu groß. Wie passe ich das jetzt an? Deshalb ist das Motorrad auch ein bisschen riesig geworden. Das sind auch einfach ganz andere Dimensionen. Bisschen festziehen, damit der Sitz nicht runterrutscht, wenn man sich verraubt. Du sag mal, Düse, hast du das eigentlich schon gesehen? Haben wir fertig, die Rahmenverbindung. Guck mal hier, zack, steckst hier rein, wird verlötet. Und hier sägen wir das so schräge ab und dann kannst du es hier am Zylinderkopf anschweißen. Ja, das und hier kann man das auseinanderschrauben. Zack. Und dann kannst du den Kopf abnehmen. Das ist zwischen den Kühlrippen ein bisschen was stehen. Ja, das ist so schön geworden, das zeige ich jetzt mal meinem Bruder. Toll, ja, mach mal. Ich muss los. Tschüss. Bis denn. Hey, moin. Ach, Andi. Mensch, was ist das denn? Das ist das neue Modell von der Satelliterschüssel. Geil. Das ist jetzt von Revell. Das kann man zusammenbauen. Und sie ist endlich fertig. Das sieht gut aus. Was? Ich wollte auch mal was zeigen. Ich habe das Rahmenteil fertig. Ach so. Das, was wir neulich entwickelt haben mit Timmy. Ja, Mensch, das war ja eine Arbeit. Ne? Du. Guck, das ist jetzt hier... Das kommt nachher am Zylinderkopf hier. Das ist jetzt dieses Stück hier, die Verbindung vom Zylinderkopf zum Rahmen. Kannst du mal sehen, wie die Dimensionen sind und was das alleine schon wiegt. Das Ding wird Tonnen wiegen. Wir haben bemerkt, dass das gesamte Vorderteil am Motor befestigt ist. Das gleiche trifft auch fürs Hinterteil zu. Wenden wir uns also dem Motor, dem tragenden Teil und Herz des Ganzen zu. Auf der linken Seite befindet sich der Primärantrieb. Eine starke Kette verbindet die Kurbelwelle mit dem Harley-Getriebe. Von dort aus führt eine normale Motorradkette zum Hinterrad. Der schicke Metallpilz auf dem Getriebe ist die Kupplung. Ein überarbeitetes Stück aus dem Dragster-Sport. Im bodennahen Vorderteil befindet sich der mit handgesägten Kühlrippen versehene Öltank. Auf der linken Seite ragt der Einfüllstutzen aus dem Motorblock. Rechts unter einer Abdeckung liegt die Ölpumpe. Über Schläuche mit Frischöl versorgt, beliefert sie alle Schmierstellen im Inneren des Motors.
Die winzige Autolichtmaschine wird über eine eigene Kette von der Kurbelwelle angetrieben. Unter Motor und oben aus dem Zylinderkopf treten auf jeder Seite zwei Rohre ans Tageslicht, die in der Hinterachsaufnahme zusammenlaufen. Sie sind, wie alles am Fahrzeug, nicht lackiert, sondern gebürstet und mit einer schützenden Schicht aus dem Reich der Chemie versehen. Das unterstreicht die Derbheit der Bröselschen Konstruktion. Vorne am Kopf werden die Auspuffrohre befestigt. Sie laufen auf Kniehöhe nach hinten und rotzen die Exkremente des Triebwerkes ins Antlitz etwaiger Verfolger. Die tiefliegende Auspuffanlage der Comic-Version musste in der Realität aus Gründen mangelnder Bodenfreiheit einer sportlichen, höhergelegten weichen. Werner soll ja man auch um die Ecken ballern können. Schauen wir mal nach so viel Theorie unserem Inspektionsteam auf die Finger. Herr Kröger hier beim Drehen einer dicken Zigarre ist verantwortlich für die Instandhaltung des Bröselschen Fuhrparks. Hier versuchen unsere Freunde im nüchternen Zustand die Ventile einzustellen. Nicht einfach sowas. Nach vielen Demonstrationsfahrten für Funk und Fernsehen haben sich die Dichtungen im Motor gesetzt. Darum muss nachgezogen und justiert werden. Jetzt öffnet er gerade, jetzt verdichtet er. Jetzt kommt er hoch. Überschneidung. Ein weiter noch. Jetzt kommt er runter. Runter. Mensch, der Bursche hat auch einen Hupfer. Ja, 136 ist er kein Pappenstiel. Nee. 136. Ja, schlimm. Nur ein bisschen. Aber jetzt kommt er leise. Komprimiert sogar. Ja, aber jetzt hatte ich Druck abgelassen. Was ist das jetzt, 15 Tini? Ja. Ne? Das müsste ja nicht üblich sein, ne? Steht im Handelsblatt auch. Ja. Du, Deutschen Handelsblatt für Ventileinstellung. Was ist jetzt? Bisschen strammen noch, ne? So. Ja. Und zu stramm? Ja, nicht mit die ehrlichen Newtonmeter. Bewege ihn noch mal. Ja, ich versuche das ja. So, habe ich zu stramm. Ja, so, jetzt kommt dann bitte. Du kannst dann sehen, ne? Dann ist der gut jetzt, oder was? Ja, das ist gut. Ja, echt? Doch, das ist gut. Augenblick mal, ich gehe mal ganz kurz nochmal mit dem 20er ran. Klemmt ein bisschen. Aber so ist es schön. Ja, nicht? Schön, Anine. So ehrlich Gott, du! Vor Fernmann! Hast du voll? Ja, nee. Das ist sehr gut. Ja. Damit das Öl nicht aus dem Kopf spritzt, hat er ein hübsches Deckelchen bekommen. Es ist die optische und technische Vollendung des Motors. Die Krone dieser Schöpfung, sozusagen. So. Ich muss ja so einkippen, ne? Ja, genau. So war das mal, ne? So war das mal. Ist das alles sauber hier? Ja. Ja. Vorsicht noch nicht. Tibi, sollen wir den Ventil nochmal tschüss sagen? Ja, sag mal. Tschüss, dann mach's mal gut, ne? Deckel raus. Pass gut. Was die jetzt wohl denken da im Dunkeln, wa? Ja, so die denn? Ganzen Einstellschrauben und alles. Na gut, Prost, Timmy. Mhm. Vertragen wir wieder, mhm. Ne? Mhm. Wenn man so lange gemeinsam in der Werkstatt verbracht hat, entwickeln sich große Gefühle, wie zu einem treuen Pferd. Oh, du leckst ja noch mit Öl da, was ist das denn? Hm? Oh, oh, oh. Putz mal die Nase. Du Kleine, du leckst da ein bisschen was? Jo, geht's dir nicht so gut heute? Was hast du denn? Ach ja, Die Firma BMW hat jetzt 70, 80 oder 100 Jahre an einer Entwicklung, an einer Maschine gebaut und das Ding läuft bis heute noch nicht richtig. Und da muss ich meinen Bruder Andi doch richtig mal loben, dass er in einem Jahr schon so weit ist, dass jetzt endlich mal die Töne da rausspucken. Ein Raunen ging durch das Volk, als die Nachricht von der Fertigstellung der Satelliterschüssel umging. Das Unglaubliche war wahr geworden. Ein Fahrzeug fern jeder Vernunft mit ungeheuren Ausmaßen war bereit, der Welt ein bewunderndes Staunen zu entlocken.
und bescherte den Brösels ungeahnten Fahrspaß. Ich hätte fast vor Glück eben heulen können. So schön war das. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man ein Jahr lang intensiv an so einem Ding arbeitet und jeden Tag und so. Und dann manchmal träumt man ja auch schon davon. Ich finde das irre, wie eines der... Wie das alles hier so ist, so, man schüttelt man und man spürt jeden Kolbenschlag, das ist wahnsinnig. Und dann hast du den vierten Gang und dann wummert das noch ab und das klopft und bebt und vibriert, genauso wie wir es haben wollten eigentlich. Wir haben die Treckerreifen, also die Felgen gehabt und hat Andi das ausgemessen, wie groß so ein Reifen ist. Und dann hat er das sich auf den Fußboden gelegt und hat er das gemessen. Und dann haben wir das so groß kopiert, meine Zeichnung, dass es ungefähr hinkommt, 1:1. Also mit ganz normalen, ganz einfachen Sachen sind wir zu Wege gegangen. Nicht wie irgendwelche Designer heute, die schmeißen da irgendwie einen Klumpen Lehm durch den Windkanal und meinen, da kommt jetzt irgendwie was Besonderes raus. Wir haben jetzt ganz aus dem Bauch raus diese Literschüssel gebaut. Natürlich ist der Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr strengstens untersagt. An eine Zulassung ist nicht zu denken, ist aber auch nicht angestrebt. Mittag, wir schauen mal ab hier. Weißt du was, was sollen wir mit TÜV? Unser Motorrad, das fährt auch ohne TÜV. Also der muss TÜV. Die Sitzgelegenheit, die hat keine ABE. Das ist ein Sparraum. Das ist überhaupt nicht mehr handelsüblich, sowas. Wieso hört man denn keiner zu? Bin ich der Luft? Illegal die Dorfbullen zu ärgern, ist ohnehin viel wärneriger. Nach nur einem Jahr intensiver Arbeit ohne Rücksicht auf Verluste ist ein Comicfahrzeug in die reale Welt gezaubert worden. Mit durchschlagendem Erfolg. Es gibt immer noch Leute, die nicht glauben, dass das Ding fährt. Aber es fährt. Und wie? Ich kann an dieser Stelle nur sagen, Eltern, haltet eure Töchter fest und kauft euren Söhnen Mikroskope, damit sie nicht auch auf so dumme Ideen kommen wie die Brösels. Ach je, was ist eigentlich aus der erschöpften Rakete geworden?